Ja, dass beide Mannschaften mit den gleichen Problemen kämpfen, klar. Man sieht, dass es nicht so einfach ist, wenn man viele WM-Fahrer dabei hatte, wenn man letztes Jahr eine hohe Belastung hat, dieses Jahr jetzt auch wieder eine hohe Belastung. Und deshalb sind beide ein bisschen in Stottern geraten. Nichtsdestotrotz ist es ein Derby, wo alle Kräfte freigesetzt werden von beiden Mannschaften. Das ist für beide Mannschaften was Besonderes. Ich sage es ja immer, das ist das Mutter aller oder die Mutter aller Derbys in Deutschland. Und deshalb ist es völlig egal, wer spielt, wer nicht spielt, sondern jeder, der auf dem Platz steht, wird heiß sein, dieses Derby spielen zu können. Ja, ich glaube schon, dass sie sich sehr gut verstärkt haben, dass sie einige Spieler dazu bekommen haben, wo die Qualität des Kaders natürlich enorm in die Höhe bringt. Nichtsdestotrotz haben sie, wie wir gerade auch schon gesagt haben, auch mit großen Verletzungen, mit Leistungsträgern, mit Topspielern, die nicht dabei sind, zu kämpfen. Und deshalb haben sie auch ihre Probleme. Aber wie gesagt, das hat alles nichts mit dem Derby zu tun. Die Probleme werden beide Mannschaften irgendwie wegstecken und jeder, der auf dem Platz ist, wird Vollgas geben.